Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Channel. Und wir sehen uns nach dem Intro wieder. An alle, die es vielleicht nicht gemerkt haben, dieses Intro ist langsamer geworden. Warum, das erfahrt ihr jetzt. Ja, heute geht's ein kleines Shotcut-Video, ein Shotcut-Tutorial. Und zwar, wie man eine Slow-Motion macht. Und das zeige ich euch an meinem Intro. Ich spiele es jetzt einmal kurz mit der Leertaste ab. Genau, das ist mein Intro. Das sollte jeder kennen, der mich guckt. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das macht. Und zwar geht ihr hier oben auf Eigenschaften und einfach bei der Geschwindigkeit gebt ihr ein 0,5. So, jetzt könnt ihr das wieder schließen. Das Video ist länger geworden. Und schon haben wir unsere Slow Motion. Das ist unsere Slow Motion. Mehr gibt es da nicht zu beachten. Ja. Falls euch das Video also jetzt gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Bewertet den Part auch gerne negativ. Schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr es negativ bewertet habt, warum ihr es negativ bewertet habt. Und jetzt, ciao, Leute.